am Barren 15,9. Das ist dann schon ein Punkt Vorsprung, den dann die gute Kießler irgendwie nur noch verwalten muss. Aber warten wir es ab, was die Deutschen hier drauf haben. Vielleicht ist Elisabeth Seitz eben diejenige, die dann bei den Frauen im Duell mehr Abstand rausholt, als dann Hambüchen bei den Männern verliert. Das ist noch so eine Art Kür, eine Art Warmlaufen für den Final, denn die Ausgangslage der Deutschen ist so gut, dass die Finalqualifikation praktisch schon sicher ist. Ja, bis jetzt souverän. Ich meine, Deli Seitz kommt aus einer Verletzungspause zurück. Ist ja der WM nur am Stufenbarren antreten. Wettkampfmäßig sicher 4-5 Monate nicht mehr auf dem Balken gewesen. Jetzt das erste Mal wieder. Die ersten Sprünge tadellos. Auch da das Alter seitwärts, das weiterste Element. Gut angestellt. Kaum habe ich gesagt, dass alles tadellos ist. Aber eben, so schnell geht es einfach an dem Gerät. Und man hat dann keine Chance, sich den 10 cm breiten Balken, um sich irgendwie zu retten. Haben sie zumindest versucht, sich irgendwie noch festzukrallen mit der Hand. Nicht funktioniert. Stürzt. Der Punkt ist ja weg. Und jetzt kommt sie auch noch in Stress rein, weil der Gong ist nach 60 Sekunden eigentlich. Müsste sie nach 70 fertig sein. Aber jetzt hat noch mal 10 Abzug, wie sie zu spät fertig ist. Hauptsache, sie bringt den Doppelgebück sicher auf die Füße.